ich habe ja nicht den Film gemacht, sondern es hat mich gemacht. Film machen ist immer ein magischer Prozess, das sage ich auch mal meinen Studenten. Du kannst noch so viel intellektuell wollen, da kommt nicht so viel über raus. Aber es gibt plötzlich eine Intuition. Also ich trinke ja nur Apfelsaftschorle, aber Intuition heißt das. Und dann ist alles da. Das kann man ja nie so ganz genau festlegen. Ne? Das ist irgendwie in der Luft. Plötzlich greift einen was und dann ist ein Gedanke. Dann wird er wieder, fliegt er weg, dann kommt der nächste. Das sind Dinge, ich beschäftige mich ja immer mit sehr vielen Dingen zur selben Zeit. Also ich habe 10, 20, 30 verschiedene Pläne, Filme zu machen. Also ich bin immer fasziniert von Leben und von der Welt. Und dann ist es so, dass man erstmal eine Idee hat und dann versucht man Geld dafür aufzutreiben und dann sagen die nein und dann versucht man es wieder. Und irgendwann kriegt man die Finanzierung und dann kann man es machen. Also sehr vertraut nicht. Ich habe immer nur Klischees gehört. Ja, da sind sehr viele Osteuropäer, die klauen, da gibt es auch Morde und so weiter. Und dann habe ich gesprochen mit einer Stricherorganisation, die Jungs, die anschaffen, betreuen. Und da habe ich mich erstmal verliebt in den Streetworker. Und durch den habe ich dann sehr viel erfahren, Jungs kennengelernt. Und so fing dann langsam alles an. Ja, ich habe vor allen Dingen Menschen kennengelernt. Das Wichtige ist immer, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und Menschen heißt Individuen. Da gibt es nicht kein Klischee, jeder ist unterschiedlich. Und wenn man sich mit einem Menschen beschäftigt, ihn ausfragt, ihn näher kennenlernt und vielleicht auch vor der Kamera hat, dann fängt man, was immer er auch ist oder was er tut, fängt man auch an, ihn zu mögen. Und das möchte ich auch im Film vermitteln. Ja, das ist nicht immer leicht. Also ich meine, dadurch, dass ich seit 40 Jahren Filme mache, habe ich das so langsam gelernt, Vertrauen zu schaffen, intime Fragen zu stellen. Und das ist etwas, was man wirklich nur durch die Praxis lernt. Die größte Herausforderung war, nach Rumänien zu fahren, in ein Roma-Dorf, das nicht ungefährlich ist, wo uns hätte auch viel passieren können, weil wir nicht wissen, wie die Leute auf uns reagieren. Wir waren ja mit unserem Protagonisten, der dort zu Hause ist. Aber sie wussten auch, dass es um Prostitution geht. Also es war sehr gefährlich, dahin zu gehen. Die Situation hätte jederzeit umschlagen können. Und wir hätten nackt sozusagen aus dem Dorf vertrieben werden können. Das ist nicht passiert. Da haben wir Glück gehabt. Es hat sicher auch daran gelegen, dass wir den Streetworker Sergio hatten. Bitte schön. Der Streetworker Sergio ist ein Rumäne und insofern war es leichter, durch ihn auch einen Zugang zu finden. Ja, ich habe gelernt, dass es bei den meisten Strichern eine sehr schwierige Biografie ist. Dass sie nicht so viel Glück im Leben gehabt haben wie viele von uns. Das heißt, sie haben nicht ein behütetes Elternhaus gehabt, sie haben nicht die Chance gehabt, einen Beruf zu lernen oft sind oft auch gezwungen worden, damit ihr Geld zu verdienen mit dem Strich. Und das wird auch für ein weiteres Leben oft schwer sein. Viele sind auch missbraucht worden, sodass sie früh sexualisiert sind und dadurch früher auch mit dem Strich in Berührung gekommen sind. Ja, so einfach kann man das nicht sagen. Natürlich ist Filmemachen was Wunderschönes. Die Arbeit ist was Wunderschönes. Konflikte, Schwierigkeiten sind was sehr Schönes, wenn man sie überwinden kann.